Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls Teil 2. Ihr habt mich vor 20 Parts darauf aufmerksam gemacht, dass ich hier was vergessen habe. Aber wie gesagt, Leute, es ist immer so viel Abstand dazwischen. Ich habe wohl einen NPC übersehen, weil ich hier so durchgerusht bin. Ja, böse. Böser Bruger. Hol ich jetzt nach. Aua. Natürlich seid ihr geilen Säuer auch wieder alle da, ne? Komm, haut zu. Oh, das war... Ich dachte, du bist schneller. Bist du nicht? Ja, das ist schade. Warte mal, ich habe ja genug davon. So, ich wollte mich nämlich hier noch ein bisschen umsehen. Ich bin jetzt übrigens wieder unter 50%, da das doch stimmt, meine Aussage. Dass nämlich die Ausdauerregeneration erhöht ist, im Gegensatz zu dem, was ihr mir mal erzählt habt, oder was mir einige erzählt haben, ich will es nicht verallgemeinern. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder auf 45%. Meine Ausdauerregeneration ist daher schneller und die Rolle ist, glaube ich, ein bisschen weiter. Also es ist immer noch eine Mid-Roll, aber naja, ist auch egal. Ich wollte es nur klarstellen und deswegen werde ich jetzt immer... tunlichst darauf achten, dass das so bleibt hier. Pfeff. Ich will mal sehen, ob der Schlüssel jetzt irgendwo passt. Oh oh. Den ich bekommen habe. Na, du Schwein. Ich muss dich ja mal parieren, habe ich gedacht. Wie, du lebst noch. Dann machen wir es halt so. Finisher. Okay. Ja, hier oben muss er wohl irgendwo sein, der Typi. Hi. So, Dalle. Da war ich nämlich nicht hier in der Eingangshalle. Also ich war schon hier, aber ich habe mich hier nicht ausreichend umgesehen scheinbar. Ja, richtig. Ich bin hier nicht raufgegangen. Meine Güte. Mensch, Bruger. Hast du das übersehen? Oh. Das ist ja ein Geist. Bist du ein... Ja, das ist ein NPC. Who are you? And by whose permission do you stand before me? This castle is the domain of King Vendrick. Is your trespass intentional? His Highness. Where has he gone? Wer bist du überhaupt? Ist es der Herzog? Irgendwie hat er ja was. Der andere in der Gruft unten bei Freya. Also nicht in der Gruft, in der Spinnenhöhle. Der sah ja so aus, nur hatte er noch eine Mütze auf. Also besser einen Hut. You are a guest of our castle. Ah. I am the Chancellor, Bellegarde. Do you seek an audience with my lord, King Vendrick? Unfortunately, His Highness is absent. My lord, the king has... The queen has taken him. Oha. Was hat sie mit dem König gemacht? My lord made magnificent findings on souls. An accomplishment for the ages. He vanquished the four great ones and built this kingdom upon their souls. Our king has watched over this land since ages long, long ago. King Vendrick, we must fight back. Or the Giants will take Drangleic. The king had a dear queen. A woman of unparalleled beauty. Long ago, the queen came to us, alone, from a faraway land. She warned our lord of the looming threat across the seas, of the Giants. The king crossed the ocean. And defeated the Giants with the Queen at his side. Okay. Deswegen die letzten Riesen. Die sind ja besiegt worden, scheinbar. The King commandeered their power and created the Golems. With the Golems, the King created this castle. To celebrate victory and to show his love, his gratitude. To his queen. The queen brought peace to this land and to her king. A peace so deep, it was like the dark. Ich weiß ja nicht, also im Dunkeln wartet nicht immer nur Frieden, mein Freund. Is this some sort of a dream?
What has happened to our castle? Who are you? And by whose permission do you stand before me? Wenn ich das wüsste. Welcome, visitor. Our guests are treated with honor. This is the way of our castle. Tell me if you should require anything. Ah, sehr schön. Eine Runde. Ich glaube, das Schlimmste an dem Fluch ist das Vergessen. Nicht zu wissen, wer man ist und woher man kommt. Ach, seht mal, das sind die Special Editions Waffen. Ein Flamberge. Oder Flamberger. Nee, ein Flamberg nennt man das, glaube ich, einfach nur. Aha, Lucerne. Das ist alles nichts für mich. Der Knöchelring plus 1. Okay, der wäre vielleicht ganz interessant. Oh, Magie, Blitz. Und Magie und Blitzbolzen nochmal. Das ist ja nett. Hier gibt es ja richtig gute Sachen. Verstärkte Zauberbarriere. Aber alles nichts für mich, muss ich sagen. Wobei, der Ring hier, den werde ich mir kaufen. Gone so soon. Be safe on your travels. Den Ring werde ich mir kaufen. Ich meine, es könnte vielleicht ein Fehler sein, aber Leute, ich habe noch so viele Seelen und ihr habt mir gesagt, ich soll doch die Boss-Seelen mal ploppen. Außer die hier soll ich mir noch aufheben. Aber, naja, mal gucken. Mache ich dann wahrscheinlich gegen Ende, wenn ich durch bin. Ihr habt mir ja schon gesagt... Oh, das war ein bisschen viel. Ihr sagtet mir ja schon, ich habe mich da ein bisschen... wie soll ich sagen, großzügig verplappert, weil ich sagte, das Spiel ist ja bald fertig. Nee, nee, nee. Hab wohl noch einiges vor mir, aber es ist schön, finde ich. Jetzt ist die Frage, hole ich mir Magiepfeile oder Blitz? Die Magiepfeile sind stärker. Ja, komm, ich verprass mal meine ganzen Seelen hier. Ich will doch nicht gehen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mit dir quatschen, mein Freund. Kanzler Vallagher. Mhm. Okay, okay, das kennen wir schon. Ich glaube, wir haben die Dialoge schon durch, kann das sein? Aber gut, hier nochmal einen Händler zu haben, das ist nicht schlecht. Geht's denn hier hin? Okay, dafür brauche ich wohl keinen Schlüssel. Oh, der Thron. Der Thronsaal, besser gesagt. Das sieht aus wie der König und die Königin. Und hier ist einfach nichts. Das ist einfach ein leerer, großer Raum. Ganz schmucklos. Ein bisschen ungewöhnlich, finde ich sogar. Ich frage mich, was das hier ist. Also, natürlich, der Sinn ist mir schon bewusst, aber... Ja. Die Symbolik vielleicht, die Figuren, die am Thron sind? Ich werde mir das nochmal anschauen. Ihr könnt mir ja gerne was dazu schreiben, wenn ihr das wisst. Würde mich natürlich auch interessieren. Löwenköpfe. Und hier wird es von 4 Löwen getragen, der Thron. Naja, aber es ist ja so, dass immer nur hier einer herrschen kann in der... Also in einer Monarchie. Es gibt keinen König und Königin, die beide an der Macht sind. Es ist immer entweder sie oder er. Okay, ich muss jetzt, glaube ich, nochmal diese ganzen Typen hier besiegen, weil ich möchte unbedingt noch daneben an die Tür und sehen, ob der Schlüssel hier passt. Ja, habe ich mir halb gedacht, dass ihr jetzt kommt, ihr Affen. Oh oh. Hi. Sag mal, kannst du den mal anvisieren, bitte? Das wäre voll nett von dir. Oh. Na, ihr springt ins Feld, aber seid ihr wieder so schnell? Oh ja, der macht richtig gut Schaden, der liebe Degen. Der ist verwegen, der Degen. Na? Achso. So kann ich ja gar nicht parieren. Na komm. Wunderschön. Und. Ich glaube, da tue ich gar nicht mal so schlecht daran, mich darin zu üben im Parieren, weil das ist ja. Warte mal, hier bin ich ja schon reingekommen, oder? Hier war ich schon drinnen. Ihr habt mir noch was gesagt, das will ich nur ganz kurz überprüfen, bevor ich dann einen kleinen Sprung mache. Ich möchte nämlich diesem Holde... Upsala, eben hat es schon wieder ein bisschen geruckelt. Ich möchte die Holde Maid aus ihrem Turm befreien, wofür ich ja den Schlüssel bekommen habe. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Das ist kein richtiger Schlüssel in dem Sinne. Das ist ein Schwert. Eingebetteten Schlüssel. Schwert, das die Tür des Eingebetteten öffnet. Trotz der Waffenform handelt es sich tatsächlich um einen Schlüssel. Stoß den Schlüssel in den Eingebetteten, um seinem Schicksal ein grandioses Ende zu bereiten.
Der einst menschliche Eingebettete kettete sich selbst für alle Ewigkeiten an, als er erkannte, dass er der Versuchung des Fleisches niemals würde widerstehen können. Seither harrt er des Tages, an dem jemand diesen Schlüssel findet und ihn von seiner Brust, in seiner Brust vergräbt. Der hatte aber doch das Schlüsselloch im Gesicht, oder nicht? Naja. Warte mal, ich will die jetzt nicht alle aufschrecken. Oh ne, natürlich kommen die jetzt alle. Hi. Natürlich. Blöde Kuh. Komm her. Ich will dich nicht töten, aber ich muss es, wenn du nicht aufhörst. Hör auf jetzt. Bleib in deiner Zelle. Ja. Jetzt kommen sie natürlich alle. Ach Leute, wisst ihr was? Ich hole mir das ein andermal. Ich habe jetzt keinen Bock auf das Secret. So, zurücksetzen. Ich würde sagen, ich reise jetzt mal weiter zum zweiten Leuchtfeuer. Bip, bip, bip. So, mittleres Schloss von Drain Lake. Und dann werde ich mal die Alte befreien. Mal sehen, was es da gibt. So, was ich dann übrigens auch noch machen werde. Ich will noch zu den Rittern. Also nicht die Rittern, die Riesen unten beim Verkommenen, wisst ihr noch. Und da werde ich dann endlich mal das Teil aufmachen. Ach, da vorne geht's zum Spiegelritter. Das heißt, ich werde die beiden Riesen töten. Und da gibt's ja dann eine Steintür. Und davon hat's noch mehrere, habt ihr mir gesagt. Diese Steintüren, ja, ich erinnere mich. Eine war zum Beispiel beim Abstieg in Majula, im Brunnen. Also dieses Sparta-Loch da. Und dann gibt's wohl noch eins irgendwo. Und die soll ich alle noch suchen. Aber, ja. Solche Tipps sind super, aber bitte nicht mehr verraten. Also auch in PNs. Ich weiß, in den Kommentaren, da wird sowas ja immer gleich auf Spam gesetzt von vielen. Ist auch nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Weil das ist schon ein bisschen spoilerisch. So, mein Freund, kann ich dir jetzt mit dem... Ja. Oh! Alter Schwede. Kommt mir so ein bisschen vor wie bei Kingdom Hearts irgendwie. So, meine Liebe. Die Tür geht von alleine auf. Wer ist sie denn? Bist du vielleicht die Prinzessin? Sie ist verschwunden. Ring des Todes. Interessant. Was ist das denn für ein Ring? Wo habe ich denn denn... Bin ich gerade bescheuert? Ring des Todes, da ist er doch. Der Träger dieses Rings erscheint menschlich, sogar wenn er eine Hülle ist. Das heißt, wir können uns in der Gruft der Untoten wieder mit den Toten anfreunden. Wir alle erleiden Verluste und keiner von uns kann dem Tod entkommen. Worin liegt dann die Faszination, das zurückzuholen, was bereits ins Jenseits eingegangen ist? Interessant. Also das ist rein fürs Optische, oder wie? Na gut, ich meine, ist ja nichts gegen einzuwenden. Okay. Soll ich nochmal hochfahren? Och Mann, ich... Hat sie mir noch zum Schluss ein Abschiedsliedchen gesungen oder was? Das ist ja lieb von ihr. Keine Ahnung, ich habe sie wohl erlöst, die Gute. Naja. Ja, wenn es hier noch was gibt, schreibt's mir gerne. Ich würde sagen, wir reisen mal weiter. Und zwar zu den zerfallenen Ruinen. Ich glaube, das... Royce Rastplatz? Nee, das hier war vor der Gesangsdämon. Zerfallene Ruinen müsste es sein. Na gut, dann überprüfe ich die Tür nochmal. Okay, das habe ich jetzt rausgelassen, weil... ja, an der Tür ging es nicht weiter. Machen wir das mal mit den Riesen jetzt als nächstes. Und ich glaube, was bleibt mir da noch übrig? Da muss ich wohl runter in die Gruft erstmal. So, warte mal, war der Abstieg? Ja, ja, ja. Genau. Fress mir jemand anders, bitte. Ich bin ungenießbar. Da. Geh doch. Da zuckelt er sich einen zurecht hier und geht nicht runter. Oh. Ist da gerade was abgestürzt? Ja. Ihr blöden Viecher. Ich meine, ihr könnt natürlich auch gerne alle runterspringen. Das macht es mir ein bisschen einfacher. Komme ich denn jetzt hier? Oh, nö. Kinder. Kannst du nicht machen. Spring mir nicht hier vor die Funzel, Mensch. Wo kam ich denn jetzt? Hier. Hier war es doch, ne? Ja, okay. Okay, okay.
Ich war letztes Mal hier, das ist schon ein bisschen her. Ja. Okay. Gut. So, warte mal. Jetzt muss ich schnell hier durch. Denn diese Riesen sind Ärsche. Das sind richtige Ärsche. So, und von hier kann ich die wohl ganz gut abknallen, habt ihr gesagt. Ja, ist mir egal, ob das feige ist, aber ich mach das von hier. Da können wir uns die aushalten, die Säcke. Ihr Saftsäcke. Ja, heul mal nicht so rum jetzt. Hilft da Gift? Wäre zumindest super, wenn das, wenn das helfen würde. Ja, ja, schrei mal nicht so. Komm her. Komm. Fein. Ja, der ist vergiftet. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich mach das jetzt mit den Eisenpfeilen. Ich wollte gerade die Magiepfeile. Aber die waren ein bisschen teuer. Ja, schrei mich nicht so an. Habt ihr euch selbst zuzuschreiben? Ihr seid hier die Aggressiven. Ich meine, ihr sitzt hier den ganzen Tag nur in eurem Loch, aber trotzdem. Ihr wollt mir ans Leben und das finde ich kacke von euch. So, der einen haben wir gleich. Guck mal, stell dir mal vor, ich hätte das jetzt mit meinem Piekse-Degen gemacht. Da wäre ich morgen noch nicht fertig und ich wäre schon 5-mal tot jetzt. So, einen haben wir. Komm. Oh ne, das war nicht so. Nein, nein. Jetzt warte doch mal. Hallo. Ah. Ich sag mal so, lieber feige und lebendig als mutig und Brei. Ach, komm schon. Du Arsch. Stirb. Vergessener Schlüssel und eine Riesenseele. Okay, eine Riesenseele? Ist das eine... Warte mal. Wo haben wir die denn? Riesenseele? Riesenseele. Die Seele eines Riesen. Die Seele eines Riesen, der Drangleic erobern wollte. Wird der Tod den Zorn der Riesen für den König besänftigen oder wird ihn nur noch stärken? Verwende sie, um Seelen zu erwerben, aber... Was aber? Aber kacke, weil aber ich sterbe, oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh. Das schon, die treffen mich jetzt wieder, die Schweinepriester. Gut, ich werde jetzt nochmal runterspringen, denn ich komme nur so an die Tür, glaube ich. Alter, 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 alter. Das war hier, ne? Geronimo. Wohoho. Sehr knapp, sehr knapp. Vergessener Schlüssel benutzt. Jawoll. Das passt. Das passt, das passt. Ach. Ach, schau mal an. Er wieder. Der Alte mit dem Rollstuhl. Oh Mann, diese Geräusche über mir. Ich kriege ja Angst. Komischer Kauz, aber ich... Ich weiß, wo ich jetzt als nächstes hingehe, Leute. Wir machen einen kleinen Sprung und sehen uns gleich wieder in Majula. Oh. Doch. So. Jetzt muss ich nämlich hier schön runter zum Loch. Und dort ist dann, glaube ich, auch wieder so eine Steintür gewesen, oder? Oder ja oder nein? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. So, das wird... Nicht diese Leiter. Nee, die ist verarscht. Die auch. So. Ja, ich weiß. Ich habe mir alle drei gekauft, aber nur zur Veranschaulichung. Nee, warte mal. Das war falsch. Die eine hier führt ganz runter. Die hier führt lediglich bis auf die eine Stufe da. Und da muss ich wieder so ganz komisch springen. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Lass mal gut sein. So. Slide, slide, slide. Oh, da muss ich ja doch die ganzen Finger kaputt machen. Guck mal, diese Sprossen, die da noch abstehen neben...
Da kann er doch nie im Leben so vorbei sliden. Erzähl mir das bitte nicht. So, warte mal. Da ist die Tür, glaube ich. Da oben. So. Und? Was erwartet uns hinter dieser ominösen Tür? Ich bin da schon sehr gespannt drauf. Ja, der geht. Der geht! Der geht! Ist ja super. Okay. Ach so. Aber drei Stück? Drei Truhen, das ist ja super. Gibt's hier ein Secret? Okay. Freund oder Feind? Ein Freund. Na, je nachdem, ob da noch Gift drin ist oder... Ne. Seelenstrudel. Was soll denn da? Oh, falsch. Hört sich ja fast wie was zu essen an. Lebensreste. Seelenstrudel, was könnte denn das sein? Das hier vielleicht? Nee. Flüstern der Verzweiflung. Bin ich jetzt wieder blind oder blöd? Nee, da ist er doch. Den habe ich ja schon mal. Nee, dann ist das gut. Da muss ich den nicht nochmal vorlesen. Das waren, glaube ich, diese Zielsuchenden oder diese komische Vortex, die sich dreht. Ach, keine Ahnung. Hexenbaumzweig und Hexenbaumglockenrebe. Was ist das denn? Ist eine Waffe. Nee, da haben wir es nicht. Ich hatte übrigens auch eine falsche Information wegen dem Asketenleuchtfeuer. Damit kann man scheinbar Bosse wieder auferstehen lassen. Finde ich jetzt ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Nicht doof, aber ich finde es halt komisch, weil... Naja, für was muss man es denn nochmal durchspielen, wenn man die einfach wieder auferstehen lassen kann mit dem Asketenleuchtfeuer? Hexenbaumzweig. Zweig eines waldwandernden Hexenbaums. Ein Beschleuniger für Zauber und Hexereien. Wird mittlerweile als Waffe verwendet, war jedoch ursprünglich Teil eines Hexenbaums. Oh. Eine Glockenrebe von einem Hexenbaum. Hexenbaum-Glockenrebe, die inmitten alter Pflanzen wächst. Ein Beschleuniger für Wunder und Hexereien. Verstoßene Kleriker entwickelten dies als alternativen Beschleuniger für das Wirken von Wundern. Die meisten ihres Status beraubten Kleriker sind Tunichtgute. Doch unter ihnen gibt es mächtige Zauberwirker, die der herrschenden Ordnung gefährlich werden könnten. Ein echter Beschleuniger ist die Glockenrebe zwar nicht, aber trotzdem ist sie recht mächtig. Cool. Letzte Kiste. So. Und großer Blitzspeer. Gut, das ist ja das für die Wunder, die ich auch nicht kann. Ich kann gar nichts. Ne? Könnt ihr mal nachladen, bitte? Danke. Dieses Wunder erzeugt einen großen Blitzspeer. Er soll das Erbe eines alten Clans sein, dessen Anführer als Sonnengott verehrt wurde. Der Name des Clans geriet in Vergessenheit, doch das protzige Strahlen unseres prachtvollen Vaters soll niemals verblassen. So. Ich will mal ganz kurz nochmal den Schlüssel checken, was da noch draufsteht. Vergessener Schlüssel? War das der? Nee, hier. Welcher war denn das nochmal? Vergessener Schlüssel? Im Loch gefundener Schlüssel. Nee. Soldatenhausschlüssel, uralter Schlüssel, der war es doch. Dieser Schlüssel ist sehr alt, doch in sehr gutem Zustand. Er könnte also noch funktionieren. Doch zu welchem Schloss mag er wohl passen? Leute, wisst ihr was? Ich guck mal ganz kurz online nach, in der Wiki, um genau zu sein. Ich hoffe, ich werde da nicht gespoilert. Zu welchem Schloss der noch passt? Und dann sehen wir uns gleich wieder und ich mache das vielleicht noch, jetzt die letzten Schlösser. Ich möchte unbedingt wissen, was ich da noch verpasst habe, weil das wäre jetzt echt ätzend. Okay, Leute, ich habe nachgeschaut. Ich muss nochmal zurück ins Schloss Dranglake. Werde ich eben noch schnell machen. Zum ersten Leuchtfeuer. So. Warte mal, ich soll dann hier... Das hat mir der Joe schon gesagt, dass da noch ein Geheimnis wäre. In die letzte links soll ich... Da ist ein Geheimnis. Irgendwo. Geheimnis. Oh, die letzte links. Nee, da geht's runter. Wow. Okay, cool. Habe ich gar nicht gesehen beim ersten Mal. Ach nee. Jetzt kommst du doch noch runter, du Schweinevieh. Lass mal in Ruhe. Oh, Fahrrahmen. Irgendwas. Helm, Rüstung, komplett. Ja. Oh, da ist ein Leuchtfeuer. Geile Sache. Jetzt aktiviere ich mal ganz schnell, dass die Typen hier weg sind. Ah, nicht teleportieren. Warte mal, das will ich mir ansehen, das Fahrrahmenzeug. War jetzt ziemlich unelegant, aber ist mir egal.
Faramhelm, von den Forossa Löwenrittern getragener Helm. Die mächtigen Löwenritter, die den Kriegsgott Faram verehrten, trugen schwere Rüstung. Man fürchtet sie wegen ihrer enormen Zweihandschwertkünste. Ihr Ruhm verfiel jedoch mit dem Untergang Forossa. Ah, das ist die... Die Rüstung hatte man an in... Hier. Genau, das ist die Rüstung aus der Beta. Aus dem Netzwerktest. Genau, die hatte man da an. Die ist ziemlich cool eigentlich. Okay. Na gut, aber ich würde sagen, Leute, an dieser Stelle ist es dann wirklich genug für diesen Part. Ich spiele jetzt schon, glaube ich, richtig lange. Ich habe ja ein bisschen was rausgeschnitten. Ja, wie gesagt, wenn ich die Ladescreens rausschneide, ist das ja, glaube ich, nicht so schlimm. Man kann es halt nicht installieren auf der PlayStation. Und genau aus diesem Grund ist es auf der Xbox eben schneller. Weil ich da schon ein paar Kommentare zugelesen habe, warum sich denn alle so aufregen wegen den Ladescreens. Die wären auch gar nicht so lang. Doch. 40 Sekunden bis eine Minute gehen die auf der PlayStation. Aber ist ja wurscht. Liebe Leute, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Nächstes Mal machen wir hier unten weiter. Ich freue mich schon drauf. Ja, hoffe ihr auch. Und wir sehen uns dann wieder bei Dark Souls Teil 2.